So, wir stehen vor der Tür. Wie gehabt. Und werden diese jetzt auch öffnen. Ich bin so jemand... Menschen, dem Schöpfer sei Dank. Ja. Beeilen Sie sich! Machen Sie die Tür zu, bevor Sie zurückkommen! Sie sind jetzt in Sicherheit. Wer sind Sie? Erzählen Sie mir, was passiert ist. Ich würde ihm nicht anlügen, denn in Sicherheit ist er noch lange nicht. Ich frage jetzt erstmal, wer er ist. Das ist eine neutrale Antwort. Wir sind hier Mr. Nice Guy. Was wollen Sie hier? Ich bin Dr. Worn und habe die Ausgrabung hier geleitet. Wir haben uns während des Angriffs im Schuppen versteckt. Sie müssen wegen des Senders hier sein. Glücklicherweise war ich nicht hier. Er wurde heute Morgen zum Raumhafen gebracht. Manuel und ich blieben hier, um beim Abbau des Camps zu helfen. Als der Angriff begann, konnten die Marines sie lange genug zurückhalten, damit wir uns verstecken konnten. Sie gaben ihr Leben, um unseres zu retten. Niemand ist gerettet. Die Ära der Menschen ist zu Ende. Bald schon wird es nur noch Leichen und Ruinen geben. Sehr pessimistisch. Wir untersuchen wieder was. Wir fragen ihn nach dem Angriff. Was können Sie mir sonst noch über den Angriff sagen? Alles ging so schnell. In einer Sekunde sammelten wir unsere Ausrüstung zusammen. In der nächsten versteckten wir uns in dem Schuppen, weil die Geth das Camp gestürmt hatten. Handlanger der Zerstörer! Bringer der Finsternis! Boten unseres Untergangs! Wir konnten die Schlacht draußen hören. Schusswechsel, Schreie. Ich dachte, es würde nie enden. Dann herrschte plötzlich Stille. Wir saßen einfach nur da, zu verängstigt, um uns zu bewegen, bis sie kamen. Ja, war die richtige Entscheidung, denn draußen lebt leider niemand mehr. Wir fragen, ob sie Nihlos gesehen haben, aber eigentlich hat sie uns die Antwort ja eben schon gegeben. Sie haben sich versteckt und haben gar nichts mitbekommen, aber wir fragen trotzdem. Ist Ihnen hier ein Turianer aufgefallen? Ich habe ihn gesehen, den Propheten, Anführer der Feinde. Er war hier, vor dem Angriff. Das ist unmöglich. Nihlos war vor dem Angriff bei uns auf der Normandie. Er kann gar nicht hier gewesen sein. Tut mir leid. Manuel ist immer noch ein wenig neben sich. Wir haben ihren Turianer nicht gesehen. Seit dem Angriff verstecken wir uns hier drinnen. Ja, die Dame scheint irgendwie besser mit dieser ganzen Situation umgehen zu können als ihr Kollege. Das bestätigt so ein bisschen meine Theorie, dass Frauen grundsätzlich besser mit Krisensituationen umgehen können. Aber gut. Wir fragen nach dem Sender. Können Sie mir etwas über den Sender sagen? Es ist eine Art Datenmodul eines galaxisweiten Kommunikationsnetzwerks. Erstaunlich gut erhalten. Es könnte die größte wissenschaftliche Entdeckung unseres Lebens sein. Wunderbare neue Technologien, bahnbrechende medizinische Fortschritte. Wer weiß schon, welche Geheimnisse er birgt. Wir haben das Herz des Bösen zutage gefördert, das Biest geweckt, die Finsternis entfesselt. Manuel, bitte, das ist nicht der richtige Zeitpunkt. Der ist ganz schön religiös, wie es aussieht. Na gut, aber es gibt ja auch den schönen Spruch, im Schützengraben gibt es keine Atheisten. Vielleicht hatte das doch schon einen ziemlichen Einfluss auf ihn. Naja, wir gehen mal weiter. Williams, bringen Sie uns zum Raumhafen. Sie können es nicht aufhalten. Niemand kann es aufhalten. Die Nacht bricht an. Die Finsternis der Ewigkeit. Psst, Manuel, leg dich hin. Du wirst dich besser fühlen, sobald die Medikamente wirken. Gut. Wir haben einen neuen Tagebucheintrag und unsere Karte ist auch aktualisiert worden. Die habe ich euch noch gar nicht gezeigt, die schauen wir uns jetzt mal an. Wir sind in der Zugstation. Gibt es hier eigentlich einen... Gibt es hier sowas wie ein Sekundärz... ein wichtiger Ort ist das. Aber gibt es hier irgendwie sowas wie ein Ziel? Ach so, wir können hier durchgehen, alles klar. Die haben jetzt scheinbar für uns eine Tür geöffnet. Ich möchte mich aber gerne noch ein bisschen hier draußen umsehen. Ich bin... Bevor wir hier reingegangen sind, war ich im Begriff zu sagen... Ich bin jemand, der sich die Umgebung immer sehr genau anguckt. Oh, wir können doch nicht durchgehen, es geht hier weiter. Turianer trifft... Saren!
saugeile Stimme. Das ist nicht Ihre Mission. Was machen Sie denn hier? Der Rat dachte, Sie könnten hier etwas Hilfe brauchen. Ich hatte nicht damit gerechnet, die Geth hier zu finden. Es sieht übel aus. Keine Sorge. Ich habe hier alles unter Kontrolle. Oh. Mit Hilfe der Fähigkeit Overkill können Sie schneller und genauer schießen. Weisen Sie Overkill an mich. Ach so, das haben wir schon gemacht. Das ist die Fähigkeit, von der ich vorhin gesprochen habe. Wir haben jetzt nicht gesehen, wie Nihilus gestorben ist. Es ist noch eine Möglichkeit, dass er überlebt hat. Aber der Turianer... Was ist das da hinten? Ein Schiff. Man sehe sich nur die Größe an. Oh. Ja, krass. Also die Stimme und so am Hinterkopf ist euch vielleicht nicht aufgefallen, aber ich habe es gerade gesehen, hat er so Kabel, die in seinen Kopf reingingen. Schiff. Und es scheint so zu sein, dass er von den Geth korrumpiert wurde. Ah ja, da ist was explodiert. Und gleich aufs Richtige geschossen. Das scheinen erstmal alle Gegner gewesen zu sein. Aber wir können ja mal unser Präzisionsgewehr ausrüsten. Und ein bisschen schauen. Gehen wir ein bisschen taktisch vor. So, aber es scheint alles klar zu sein. Daher nehmen wir wieder unser Sturmgewehr. Und stürmen. Kommen von der Seite, damit wir nicht so leicht ins feindliche Feuer rennen und noch genügend Deckung haben. Gucken ein bisschen hier, bevor wir dorthin gehen, wo wir eigentlich hingehen sollen. Und das ist hier oben auf diese Plattform. Dort werden wir wahrscheinlich gleich Nihilus finden, nehme ich an. Nihilus! Oh nein, das haben sie dir angetan. Es ist Nihilus. Scheinbar ist Nihilus doch gestorben. Wir haben hier ein Medizinkit, das öffne ich mal, ein Medigel für uns alle. Kaiden ist schon ganz schön am Ende, deshalb... Wir anderen hätten es nicht gebraucht, aber er... Gut. Nihilus, lebst du noch einigermaßen? Siehst tot aus. Da bewegt sich was, hinter den Kisten. Augenblick! Nicht schießen! Ich bin einer von ihnen, ich bin ein Mensch! Sie müssen vorsichtiger sein. Wer sind Sie? Sie sind ein Feigling. Naja, ich halte ihn nicht für einen Feigling. Auf dem Schlachtfeld Angst zu haben, ist, denke ich mal, normal und er scheint ein Zivilist zu sein. Wir können ihn fragen, wer er ist. Ach, wir sind Mr. Nice Guy nach wie vor. Sich so an uns heranzuschleichen, hätte sie fast das Leben gekostet. Es tut mir leid. Ich habe mich versteckt vor diesen Kreaturen. Ich heiße Paul. Ich habe gesehen, was mit dem Turianer passiert ist. Der andere hat ihn erschossen. Was ist passiert? Es waren nicht die Geth, der andere? Wir fragen, was passiert ist. Ich muss wissen, wie Nihilus gestorben ist. Der andere war zuerst hier. Er wartete hier, bis ihr Freund auftauchte. Er nannte ihn Saren. Ich glaube, sie kannten sich. Ihr Freund schien entspannt zu sein. Er vernachlässigte seine Abwehr... Und Saren tötete ihn. Schoss ihm direkt in den Rücken. Ich kann von Glück reden, dass er mich hinter den Kisten nicht gesehen hat. Ja. Was ist mit dem Sender? Uns wurde gesagt, dass ein proteanischer Sender zum Raumhafen gebracht wurde. Was ist mit ihm passiert? Der ist auf der anderen Plattform. Wahrscheinlich dort, wohin dieser Saren unterwegs war. Er sprang auf den Frachtzug auf, gleich nachdem er ihren Freund getötet hatte. Ich wusste, dass dieser Sender Ärger bedeutete. Seit wir ihn gefunden haben, ist hier die Hölle los. Erst tauchte dieses verdammte Mutterschiff auf, dann kam der Angriff. Sie töteten jeden. Jeden! Wäre ich nicht hinter diesen Kisten gewesen, wäre ich jetzt auch tot. Und die Geth fanden sie nicht? Wie kommt es, dass sie der einzige Überlebende sind?
Warum hat niemand anderes versucht, sich hinter den Kisten zu verstecken? Sie hatten nie eine Chance. Ich war schon hinter den Kisten versteckt, als der Angriff begann. Moment. Sie hatten sich schon vor dem Angriff hinter den Kisten versteckt? Manchmal brauche ich ein Nickerchen, um meine Schicht zu überstehen. Also habe ich mich hinter die Kisten verzogen, wo mein Vorarbeiter mich nicht finden konnte. Oh. Sie haben überlebt, weil Sie faul sind? Ja, sieht so aus. Also manchmal ist das schon ein selektiver Vorteil. Glücklicher Zufall für Sie, Sie machen mich krank. Nö, ganz ehrlich, ich kann das verstehen. Wenn Sie sich nicht zum Schlafen versteckt hätten, wären Sie jetzt genauso tot wie alle anderen. Ja, stimmt schon. Ich möchte eigentlich gar nicht darüber nachdenken. Ist ihm scheinbar peinlich. Gut, wir untersuchen noch ein bisschen. Angriff, Sender, das Schiff. Wir fragen nach dem Angriff. Erzählen Sie mir was über den Angriff, der geht. Es ging alles so schnell. In einer Minute landete das Schiff noch, in der nächsten wimmelte es auf der gesamten Plattform von Geth. Sie müssen in dem Mutterschiff gewesen sein. Sie schossen auf alles, was sich bewegte. Es war ein schreckliches Massaker. Ja, soweit so gut. Wir fragen noch mehr nach dem Sender. Wir wissen zwar schon, wo er ist, aber ja, Information ist Information. Können Sie mir sonst noch was über diesen Sender sagen? Sie brachten ihn heute Morgen her, dann luden wir ihn auf die Bahn und schickten ihn zur anderen Plattform. Kaum zu glauben, dass das erst ein paar Stunden her ist. Scheint ein ganz anderes Leben gewesen zu sein. Ja, ein unbekümmerteres. Wir fragen nach dem feindlichen Schiff. Erzählen Sie mir was über dieses Mutterschiff, das Sie gesehen haben. Ich habe sowas noch nie zuvor gesehen. Es war riesig. Landete in der Nähe der Plattform. Alles wurde dunkel, als es landete. Und es machte dieses Geräusch, das sich einem direkt ins Gehirn bohrte. Das hat mich aufgeweckt. Der Angriff erfolgte wenige Minuten später. Gut, damit haben wir alles, was wir brauchen, und gehen. Wir müssen diesen Sender finden, bevor es zu spät ist. Nehmen Sie den Frachtzug. Den hat auch der andere Turianer genommen. Ich kann nicht hierbleiben. Ich muss von hier weg. Ja, viel Glück. Wir können unserem Squad befehlen, vorzurücken. Was mich jetzt interessieren würde, was wird jetzt eigentlich aus unserer Beförderung? Werden wir zu den Spectre weiterhin noch aufgenommen? Jetzt, wo Niles tot ist. So, Munitionsupgrade Phasenmunition 1 und Munitionsupgrade Reißer 1 nehmen wir alles. Ich glaube, ich habe uns gerade angezündet. Gibt es hier eine Möglichkeit, das Feuer zu löschen, bevor man da rangeht? Wobei, naja, wir haben ja sowieso dieses Upgrade, das unsere Gesundheit wieder verbessert. Oder wieder auflädt. Gut, wir befehlen jetzt unserem Squad vorzurücken. Was? Da ist ein Gegner. Boom, Headshot. So wird's gemacht, liebe Freunde. Ich schieße übrigens immer in Salven, weil die Waffe sich dann nicht so schnell aufheizt. Das ist in dem Spiel empfohlen. Wir fragen mal... Nicht mitten in einem Kampf! Ach so. Ich wusste nicht, dass wir immer noch kämpfen. Ich sehe nämlich keine Gegner. So. Wo ist denn hier unser Gegner? Ach so, wir haben hier unten auf dem Radar... explodiert sehr schön. Da steht einer, aber an den komme ich gerade nicht ran. Mist. Naja. Was sind denn das für komische... Ach so. Ihr könnt mir wieder folgen. Ich habe mich gerade gewundert, was das für komische Symbole dort unten neben den Namen meiner Squad-Mitglieder sind. Ah ja.
So. Ashley, das ist Kaiden. Werfen. Soll er jetzt... Oh ja. Na toll. Das haben wir jetzt versaut, okay. Das ist ja ein paar Kopf. Oh. Nein. Ashley ist gestorben. Ich kann sie nicht wiederbeleben. Das ist jetzt krass. Ich glaube, ich habe es ein bisschen versaut gerade. So. Okay, wir sind gestorben. Das habe ich mir auch schon gedacht, dass das passiert. Eigentlich bin ich darum gar nicht so traurig. Denn... So können wir jetzt mit Ashley weiterspielen, die uns sonst vorher verloren gegangen wäre. Und wir haben auch gar nicht so viel verpasst. Wir sind hier immer noch in diesem... Genau. Ziehen unsere Waffe. Werden gleich wieder in den Kampf verwickelt. Und ihr dürft vorrücken. Wir wissen ja jetzt, wo die Gegner sind. Genau, du kannst ein bisschen darüber gehen. Ach so, wir hätten den wahrscheinlich von hier oben erledigen müssen. Ich gehe mal hier lang. Geht Verwüster. Wechseln unsere Waffe. So, er schießt weiter. So, das sieht doch schon ganz anders aus. Zack. So, hätten wir das gleich von Anfang an machen sollen. Aber aus Fehlern wird man klug. Wir nehmen unsere Männer wieder mit. Schießen die da? Ach so, der Rücken. Raketschütze. Sag mal, wie das... Eigentlich mache ich das ganz gerne mit so einem Scharfschützengewehr. Also es geht, ist schnell, ist sauber. Und es macht halt ordentlich Schaden, ne? Wieder jemanden, der uns auf den Geist gehen möchte. Oh ja, ich bin voll aus meiner Deckung. Oh, das ist noch ein Gegner. Scheiße. Oh, das hat die sehr gut gemacht. Was haben wir denn hier? Wo ist denn unser Gegner? Vielleicht auch mal in Deckung gehen, damit ihr nicht wieder erschossen werdet. So, ich muss immer so ein bisschen gegensteuern, also er fängt an hier sich ordentlich zu bewegen, wenn ich... Stürme nach vorne. Kaiden ist immer ganz schön verwundet, aber ich glaube, der hält noch ein bisschen durch. Ja, komm. Geht doch.
So, dann können wir die Leute jetzt heilen. Eigentlich hauptsächlich heilen. Und ich glaube, das waren erstmal alle Gegner. Ich werde jetzt noch die Waffe wieder wechseln. Haben wir irgendwas verloren? Ach nee, ein Medizinkit. Damit kriegen wir das Medigel wieder, was wir eben verbraucht haben. Und offenbar... Zugsteuerung aktivieren, das ist das Ding da hinten. Ja. Wir sind echte Supersoldaten, muss ich schon sagen. Wir sind zwar einmal gestorben, aber es war auch, weil ich diesen Zerstörer nicht richtig eingeschätzt habe. Oder was auch immer das war. Ich speichere mal, bevor ich das aktiviere und dann... Genau. Und jetzt kann es losgehen. Zug fahren. Hurra. Setzt die Ladungen. Zerstört die ganze Kolonie. Hinterlasst keine Spuren, dass wir hier waren. Also, unser Raumschiff weiß das. Die ganze Besatzung, mit dem wir hergekommen sind. Ist jetzt nicht so sinnvoll, was du da gesagt hast. Oh, was macht er denn? Ich kann fliegen oder schweben. So. Wir sollten weiter, Commander. Ja, wir sollten weiter. Sprengladung! Die Gate müssen sie angebracht haben. Tempo, Tempo! Wir müssen alle finden und deaktivieren! Oha. Das mag ich ja gar nicht, solche Suchenmissionen. Und dann haben wir auch noch Gegner, die uns gleichzeitig das Leben schwer machen. Kommt schon. Sprengladung. So. Wir haben noch mehr Gegner. Komm schon. So. Wir sind eine Stufe aufgestiegen, aber darum kümmern wir uns gleich. Erstmal entschärfen wir das Ding hier. Ganz hilfreich, dass wir auf dem Links sehen, dass wir auf dem Radar sehen, wo unsere Sprengladung ist. Die Frontkämpfer. Ja, schießt du mal? Achso. Der hat uns gerade damit ein bisschen beängstigt. Also er hat irgend so eine Fähigkeit angewendet. Die entschärfen. Haben wir noch irgendwo einen? Nicht jetzt, Commander! Okay. Scheinbar gibt es noch mehr Sprengladungen. So. Wie weise ich die denn an, Deckung zu gehen? Hm. Okay.
eine verbliebene Ladung, die muss hier irgendwo sein. Das sehen Sie zumindest schon mal auf dem Radar. Hier ist eine Kiste. Schrotflinte, Hurricane One und eine Pistole Edge One. So was haben wir schon mal gefunden. Haben wir alles. Da ist die letzte Ladung. Ja, das war ja gar nicht so schwer. Alle Ladungen entschärft. Mama wäre stolz. Aber John Shepard ist ja ein Waisenkind, deshalb hat er niemanden, der auf ihn stolz ist. Außer uns. Ja, wir sind... Sind wir hier schon gewesen? Er sprintet bzw. stürmt immer dann, wenn wir uns in einer Kampfsituation befinden. Und sonst kann ich damit ein bisschen schneller laufen. Wie gesagt, ich suche gerne die Umgebung ab, aber hier scheint es nicht weiter etwas zu geben. Aber es scheint auch keine Feinde zu geben, deshalb wundert es mich, dass wir immer noch in der Kampfsituation drin sind. Naja. Aber bestimmt gibt es hier um die Ecke dann noch Gegner. Wir nehmen auf jeden Fall jetzt mal unser Squad wieder mit. Genau. Ja, die zielen auch hier durch die Wand. Das ist schon verräterisch, dass dahinter wieder ein Gegner sitzt. So. Hier ist allerdings keiner. Das sieht nicht aus wie ein Gate. Gut. Jemand wird dafür büßen. Ja, offenbar sind wir nicht mehr drin, weil sie mich nicht mehr anflaumen, wenn ich sie anspreche. Also nicht mehr in der Kampfhandlung. Dann heile ich euch nochmal. Damit ihr mir nicht wieder krepiert. Und speichern können wir eigentlich auch nochmal. Genau. Ich sehe auch gerade, wir sind wieder am Ende unseres Videos angelangt. Deshalb mache ich jetzt hier nochmal Schluss. Ich gehe hier hoch. Und ab hier geht's dann im nächsten Video weiter. Bis später.